Hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warentest. Ich habe da heute was am Bauch. Das wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Das sind 3 digitale Spiegelreflexkameras, auch für den Einsteiger oder Amateur zu bezahlen, die wir heute ausprobieren wollen. Unser erster Testkandidat, die Olympus E450, belastet meinen Hals und meine Schultern dabei noch am wenigsten. Sie wiegt nämlich nur 380 Gramm, also das Gehäuse in dem Fall. Olympus platziert sie dann auch als kleinste und leichteste digitale Spiegelreflex im Markt. Soll sich vor allem an Menschen richten, die eben nicht die riesen Geräte die ganze Zeit mit sich herumschleppen wollen, aber trotzdem auf eine gute Bildqualität Wert legen. Und Olympus hat ein paar der Kunsteffekte der teureren Kameras auch in dieses Modell übertragen. Zum Beispiel kann man die E450 nun so verwenden, als wäre sie eine Lochkamera, oder man kann die Farben mit einem Pop-Art-Effekt aufpeppen. Bei der Canon EOS 500D hat der japanische Hersteller versucht, Filmfähigkeiten, und zwar sogar in Full-HD-Auflösung, in ein bezahlbares Format zu pressen. Herausgekommen ist eine ohne Objektiv rund 800 Euro teure Spiegelreflexkamera. Besonders gut gefallen hat mir der Bildschirm der EOS 500D. Der hat bei 3 Zoll Diagonal eine Auflösung von 640x480 Punkten. Unser letzter Testkandidat, die Nikon D5000, ist vor allem wegen seines Bildschirms interessant. Die Kamera besitzt nämlich ein klappbares Display und damit kann man allerhand Kunststücke anstellen. Die Nikon D5000 besitzt zusätzlich auch das, was man in dieser Klasse, also 750 Euro fürs Gehäuse, inzwischen wohl offenbar besitzen muss, nämlich einen Filmmodus. Die spannendste der 3 digitalen Spiegelreflexkameras ist zweifellos die D5000 von Nikon. Die wäre sogar rundherum zu empfehlen, wenn nicht der Autofokus so langsam wäre. Da muss Nikon noch Nacharbeit leisten.